So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt in einem Zelt. Ich bin geflüchtet. Ich habe mich quasi unter das Dach der FDP geflüchtet. Wir sind hier an dem FDP-Stand auf dem CSD in Oldenburg. Außerhalb des Zeltes tobt jetzt gerade so ein bisschen Unwetter, viel Wind und es sieht sehr stark nach Regen aus. Bei mir habe ich jetzt den Achim und den Enrico. Achim, du verkörperst quasi die etwas ältere Generation der FDP, wenn ich das mal so ganz buschikos sagen darf. Ich darf das vielleicht zurückgeben, André. Wir kennen uns schon viele Jahrzehnte. So ist es. Und quasi aus den 50ern entsprungen in die Neuzeit. Ja. Ja. Nein, ich verkörpere nicht die FDP, ich verkörpere mich hier auf diesem CSD, weil ich selber schwul bin, weil ich selber zu Toleranz und zu gleichen Rechten stehe. Und unter anderem ist die FDP in stürmischen Zeiten der sichere Hafen dafür. Übrigens haben wir das Thema schon besetzt. Also Toleranz anderen Menschen gegenüber, gleichgeschlechtlichen Lebensformen. Da gab es andere Parteien noch gar nicht. Insofern ein urliberales Thema hier heute auf dem CSD. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Ja. Und du verkörperst die Julis. Genau. Erkläre doch mal mich als politisch dummer Mensch. Was machen die Julis? Also, die Jungen Liberalen sind die jugendpolitische Vorfeldorganisation der FDP, komplett unabhängig. Und wir sind so, wie man so schön sagt, der Stachel im Fleisch, wenn es um Erneuerungen und auch um neue Ideen innerhalb der FDP geht. Das klingt interessant. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, ich wüsste doch was. Ja, dann erzähl doch mal. Einfach mal ein bisschen liberaler denken und toleranter sein. Genau. Für alle. Ach so, was ich euch noch fragen wollte. Ich habe gesehen, es gibt ja auch einen Stand der SPD. Ja. Da gehen wir gleich auch noch hin. Ja. Gibt es auch einen Stand der CDU? Nee, leider nicht. Und ich muss vielleicht an der Stelle sagen, die sind dem CSD insgesamt ferngeblieben, was ich nur kritisieren kann. Es gab ja auch andere Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Der Stuhl der CDU ist jeweils leer geblieben. Hier sind sie heute auch nicht. Aber wir haben mit den jungen Organisationen der SPD zum Beispiel sehr, sehr gute Verbindungen. Also da gibt es gar nicht diese Grabenkämpfe, wo man schlechthin vermuten könnte, dass es da so eine Trennung gibt. Also die Zusammenarbeit hier auf kommunaler Ebene klappt sehr, sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für diese Informationen. Ich wünsche euch hier viel Erfolg mit eurer Arbeit und dass wir uns bald wiedersehen. Wir einigen, dann trinken wir mal wieder ein. Ja, recht? Ja. Also, für den Kameramann haben wir jetzt. Der hat Hunger, ne? Der hat Hunger. Eigentlich hat er immer Hunger, ne? Oh Mann. Ach so. Das ist für den Kameramann. Ich nehme lieber aller Kuchen. Ich nehme lieber. Ich weiß nicht, was das Blaue ist. Tinte. Nee, dann nehme ich lieber was Gelbes. Darf ich dir das in den Mund stecken? Das darfst du. Aber nicht so tief, bitte. Ich bin das nicht gewöhnt. Schluckst du auch? Ham, ham. Oh. Hm. Der ist gut. Der ist gar nicht so trocken, wie ich gedacht habe. Zur Strafe müsst ihr bei der nächsten Kommunalwahl. Da wisst ihr, was ihr tun müsst, ne? Ja. Kuchen essen. Zur Wahl gehen. Das ist übrigens unser Vorsitzender aus Bad Zwischenahn, an Ammerland sozusagen, in den Julis. Ah. Vorsitzender? Ja, irgendwas bist du da doch. Ich bin Geschäftsführer der FDP Bad Zwischenahn. Ja. Darf das denn schon sein? Du siehst doch so jung aus. Ja, das darf ich. Und du bist ja auch irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht wirkt das jetzt ein bisschen anzüglich, aber du bist ja noch so jung und noch so klein und dann schon so politisch aktiv. Darf wie alt schätzt du mich denn? Hm. Ja, wollen wir mal gnädig sein, 21? Oh, ja. Knapp daneben. Knapp daneben. Ja, das macht meine Lebenserfahrung. Ich treffe fast immer. Tja, Politik hält jung. Ich bin 24. Oh, das ist ja super. Gut gehalten, ne? So, ja. Die heutige Kosmetikindustrie kann einiges wegmachen, ja. Na gut. Soll ich meine grauen Haare wegmachen lassen? Was meinst du? Nein. Nein. Du siehst jünger aus, als du bist. Weiß ich. Aber er fühlt sich nicht so jung an. Ja.